Ja, wie ihr seht, hat der Papa ein neues Spielzeug und damit herzlich willkommen zu Let's Play World of Warships. Und zwar den Tier 2 Zerstörer Tachibana habe ich bekommen. An dieser Stelle ein Dankeschön an die Jungs und Mädels von BAFT, weil ohne die hätte ich den hier gar nicht. Oder den Zerstörer, doch richtig gesagt. Wir sehen hier praktisch die Torpedoanordnung, vorne zwei, hinten zwei, also praktisch auf jede Seite bis zu vier Torpedos abschießbar. Oberflächensichtbarkeitsweite, Reichweite 5,4 Kilometer, Luft 2,3 und die Torpedos kommen lediglich 5. Also ihr müsst da recht nah ran dafür, dass die ihr Weg ins Ziel finden und dann seid ihr auch schon sichtbar. Also ein sehr vorsichtig zu spielendes Schiff. Und ja, wir hoffen, dass es mal jetzt hier gut geht. Springen also jetzt ins Gefecht und schauen, was die Tachibana so kann. Ja, und wir sehen hier, was hier jetzt nun Sache ist. Wir sind mit dem Tier 3 Schiff in ein 3er-2er Gefecht, wobei der Gegner hier sogar noch einen 1er mit der Ari dabei hat. Und von dem her könnte es gut gehen, könnte aber auch grandios in die Binsen gehen. Ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt einfach mal an und gucken einmal. Ja, die Karte ist Salomonen. Und natürlich gerade der B-Punkt immer heiß umkämpft. So, und los geht's. Schnelle Nachladezeit allerdings der Torpedos, wie man sieht. Also von dem her, das sollte hoffentlich einigermaßen was bringen. Und hier geht's direkt los. Ich werde versuchen, direkt B einzunehmen und im Zweifel da auch mal den ein oder anderen Torpedo loszuwerden. Und ihr seht hier die beiden Rohre der Torpedos. Topgeschwindigkeit haben wir jetzt auch erreicht. 30 Knoten, ziemlich genau. Also selbst mit Rückenwind passiert da ziemlich wahrscheinlich nicht mehr. So, die Wertski strafe da auch rein. So, die fahren hier alle sehr vorsichtig da entlang. Und da will ich aber auch jeden Fall mitcappen. Und ich werde mich dann Richtung C hoch orientieren. Das ist der Plan. Da bin ich auf jeden Fall mal dabei und lasse da auch Torpedos rüber. Jetzt muss ich aufpassen, Umikaze. Dreht sich jetzt genau in mich rein. Bestens. Torpedos to port. Naja. Jetzt hat er seinen Willen bekommen. Torpedos astern. Der war knapp. Alter Verwalter. Also wenn der so gewollt war, Hut ab. Torpedos to port. Oh. Wow, war der eng. Alter Schwede. Also hier wimmelt's jetzt vor Torpedos nur so im Gewässer. Torpedos astern. Wie man sieht. Da passiert einiges an Torpedos. Puh. Ganz schön enge Nummer. Ja, und irgendwann muss es ja einen mal treffen. So, jetzt schieße ich da mal drauf, es ist mir egal. Jetzt habe ich Zieltreffer der Torpedos gehabt. Oh, war schon wieder so eng. Da kommen die nächsten. Alter Verwalter. Torpedos to starboard. Torpedos astern. So, jetzt werde ich hier mal ein bisschen mal den Rauch anmachen, aber ich schieße trotzdem drauf weiter. Ist mir jetzt egal.
Da kommen meine Torpedos. Gehen aber alle daneben, ist mir aber auch wurscht. Mach ihn halt so weg. Und ihr seht, das ist ja unglaublich, wie actionreich das hier ist. Ich komme gar nicht zum Verschnaufen so wirklich. Krass, krass. Naja, St. Louis so nicht. St. Louis ist natürlich auch ein absolutes Monster auf dem Tier. So, und die Storage Boy. Die schieße ich jetzt einfach mal. Oh oh, die Umikaze. Oh oh oh, die Umikaze, die Umikaze, die Umikaze. Alter Schwede. Komm schon, trifft Jungs, trifft irgendeiner. Nee, egal, jetzt zünden wir ihn halt an. Jetzt schießt er aber auf mich. Das ist ungut. Komm schon. Ich muss hier weg, ich muss hier ganz dringend weg. Mit dem letzten Schuss. Aber da kommen doch die Torps. Irgendeiner wird doch da treffen. Ja, Nummer 1 und Nummer 2 macht ihn weg. Wow. Was eine Action. Da geht's ordentlich rund. Ich hoffe mal, die Jungs holen sich jetzt mal da unten A. Weil das wäre auf jeden Fall mal notwendig. Und wir sehen mit dem Boost, da sind wir deutlich schneller als die 30 Knoten. Da kommen wir schon Richtung 32. Sogar darüber. So, wir halten da einfach mal die Aale so ein bisschen darauf. Weil wie gesagt, Nachladezeit, da mangelt es definitiv nicht dran. Jetzt auf die Airy drauf. Jetzt ist die Area natürlich auf uns, ganz klar. So, wieder mal was kaputt. Und jetzt machen wir mal den Smoke Generator an. Dass ich hier mal ein bisschen Distanz zwischen dir und mich bekomme. Weil ich bin jetzt ganz alleine. Kann mich aber so ein bisschen versuchen, mit Torpedos da aus der Affäre zu ziehen. Da die Area jetzt mittlerweile 6,3 Kilometer entfernt, die Fahrt weg von mir. Und die historische Voy, die da vorher noch da, aber die wird Richtung C wahrscheinlich fahren.
Ich will jetzt auch nicht überpacen, aber ein bisschen rein muss ich da auf jeden Fall noch. Ich hoffe, dass mein Team von unten da gleich so weit nachzieht, dass ich dementsprechend hier den in den Rücken kommen kann. Besonders natürlich der Ari, ganz klar. Das ist jetzt Ziel Number One. Den hatte ich ja gar nicht gerade auf dem Schirm. Komm schon. Trifft, Jungs. Boah, okay, da hat er mich. Nein, was ein Dusel. Okay, ich gebe es ehrlich zu, das war pures Glück. Das war unglaubliches Glück. Boah, okay. Okay, ich bin fertig. Das war sowas von Glück. Wie der sogar noch ins Wrack da einschlägt. Okay, also sowas Glückliches, das muss ich gestehen, ist mir noch nie passiert. So, deswegen fahre ich jetzt einfach, nachdem ich mein Glück so strapaziert habe, fahre ich jetzt aber sowas von einfach auf die Kolberg drauf und versuche sie mit Torpedos wegzumachen. Volle Geschwindigkeit, volles Rohr. Und ich fahre sie so an, dass ich sie möglichst Steuerbord bekommen, weil sie hat ihre Kanonen gerade auf ihr Backbord ausgerichtet. Noch kann sie mich nicht sehen. Wir haben gesehen, ab 5, also jetzt sieht sie mich. Und jetzt heißt es jetzt draufschießen. Schießt ihr auch schon zurück. Und jetzt drehen wir uns rein. Und jetzt dreht sie sich aber ganz stark weg von uns. Aber selbst wenn wir jetzt drauf gehen, jetzt haben wir es verdient, drauf zu gehen. Irgendwann ist auch mal Schluss. Und die Kolberg ist natürlich ein absolutes Monster an Kanonen. Und da sind wir weg, aber da kommt sogar ein Torpedo noch ganz gut. Vielleicht sogar zwei. Ja. Einer. Zwei! Ja! Das lief genauso wie gewollt. Unglaubliches Match. Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn. 5 Zieltreffer, 73, 4 zerstört, in Brand gesteckt, Wassereinbrüche. Also das war eine tolle Runde, wo wir nicht nur das ist ein Kratzer bekommen haben, sondern auch noch den vernichtenden Schlag. Sind erster Platz mit 1147 und haben mit einem Tier 2 Schiff sage und schreibe über 40.000 Schaden gemacht. Erhaltener Schaden sehen wir hier. Die Creditpunkte 130 netto gab es dafür raus. Ja, das war eine super nice Runde mit diesem Tier 2 Zerstörer und ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.